Ich tucker zurück. Und da baue ich mir dann ein Zeppelin. Ja, ich tucker zurück. Ist gut, wenn ich denn Kontrolle hätte. Ah, auf einmal wieder 11 Bilder pro Sekunde. Ist klar. Da ist ein Loch im Wasser. Das ist auch erbärmlich. Ich hoffe, das haben sie gefixt. Aber es gab kein besonderes Update für den Zeppelin-Mod, was Löcher im Wasser angeht. Es war wunschlistenmäßig ziemlich weit oben, aber... Eine schöne Sache ist, der Finite Water Mod ist für 1.0 geupdatet. Das passierte überraschend fix. Und viele andere Mods auch. Einige Sachen fehlen noch für 1.0. Ich weiß gar nicht mehr welche genau. Ich habe mir eine Textdatei gemacht, die ich jetzt aber nicht öffnen kann und will. Könnten Sie bitte einfach aus dieser Region verschwinden, damit ich wieder vernünftig spielen kann? Fast nah dran, aber noch nicht weit genug weg. Okay. Ich habe die Schnauze voll von dieser 1.8er Version. Ich habe einen Mod zu viel installiert und das war der World City Mod. Und ich werde endlich mal diese Karte in einen Map-Editor bzw. Karten-Viewer betrachten. In einer isometrischen Perspektive, mit Untergrund, mit Beleuchtung. Und werde endlich sehen, wie meine Odyssee ging und wie weit ich nach Nordwesten gekommen bin und wo ich mich überall hin verlaufen habe. Und vor allem, wo ich überall Außenposten gebaut habe, die ich nie wiedergefunden habe. Und wie das Ganze wirklich aussieht im Untergrund, das will ich mal sehen. Es gibt also einige Orte, die ich nur einmal besucht habe und nie wiedergefunden habe. Und einige hätte ich dann noch gerne wiedergefunden irgendwann mal. Und das mache ich dann, bevor ich den Zeppelin starte. Jetzt fahr einfach! Speicher die Chunks im Hintergrund, dann kann ich wieder vernünftig fahren. Nein, anscheinend nicht. Unerträglich. Nein, der Rechner ist noch nicht so heiß, dass er sich runterfährt. Nein, nein. Das ist alles Vault City in Kombination mit Mokreatures. Und Mokreatures hat auch ein schönes Update. Krokodile, die nach einem schnappen und dich ins Wasser zerren und dich in alle Richtungen drehen. Und Schildkröten und es gab noch viele andere Tiere mittlerweile nach den beiden, glaube ich. Sehr viel mehr wilde Tiere, sehr viel mehr gefährliche Tiere. Schildkröten kann man auch auf den Kopf drehen und die drehen sich ganz langsam mit mehreren Fehlschlägen wieder auf die Beine. Ganz fies. Mod, nervt noch weiter. Nerv einfach noch weiter. Ja, da sind ganz viele Tiere im Wasser, deswegen ruckelt das auch extra viel. Ich will wissen, wie viele Lücken ich in meiner Karte habe. Ich will wissen, wie die Städte aus der Himmelsperspektive aussehen, auf einer großen Karte. All das habe ich mir verdient, mit dieser Ruckelorgie, mit diesen vielen Toten, mit diesen Odysseen ohne Orientierung. Das hat jetzt endlich ein Ende. Mein Gott, kann da endlich mal wieder Land sein? Ja, ist klar. Keine Ahnung, was hier los ist. Ich bin weit entfernt von jeglicher Siedlung und es ruckelt wie bescheuert. Schön ist das nicht. Schön ist das überhaupt nicht. Auf jeden Fall brauche ich einen Kompass, wenn ich auch ohne Karten losfahre. Keine Frage. So. Yeah! Kaum bin ich an Land. Kaum fahre ich nicht mehr durch Wasser, habe ich 20 Bilder pro Sekunde. Ah, so viel zum Überhitzungsproblem. Das ist es nicht. Nicht im Moment. So. Video-Settings. Render-Distanz wieder auf weit.
und gut ist. Zum Stimmler pro Sekunde, sobald ich nicht mehr in einem Boot sitze, ist doch witzlos. Habe ich jetzt keine Holzfällaxt mitgenommen? Nein, habe ich nicht. Gott verdammt. Na gut, dann baue ich mir eben eine. Eisenholzfällaxt. Stöckchen mit hier. So, dann gleich zwei Eisenholz verletzt. Oh yeah. Ich finde es ein bisschen tragisch, dass ich keinen Tricapitator-Mod gefunden habe für 1.0 oder einen Mod, der was vergleichbar macht. Ich glaube, Visugami hat einen auf 1.0. Ich weiß noch nicht genau, ob ich den nehme. Oder ob der irgendwie anders ist. Ansonsten muss ich wirklich den Mod machen, der alle Bäume realistischer macht und Wälder sich vergrößern und ja auch Wasser verbessert, sodass Löcher im Wasser weniger werden. Weil der hatte so viele prozessorlastige Sachen in einem Wald, geht die Performance runter, weil im Wald viele Sachen passieren. Dauernd überall Äpfel auf dem Boden liegen und ähnlicher Scheiß. Bei weitem nicht so schlimm wie World Cities, aber unter Umständen auch etwas nervig. Warum sehe ich da Haie ohne Wasser? Ja, erstmal ein bisschen Holz hier, ein bisschen Holz da. Ja, mehr Ruckler, mehr Ruckler. Okay, wie gesagt, ich werde jetzt mal die Weltkarte angucken in einem Map-Editor bzw. im Kartenbetrachter zuerst, um eine schöne Übersichtskarte zu haben. Ich weiß nicht, ob ich die Karte großartig mit dem Map-Editor editiere, ich denke nicht, das macht keinen großen Sinn. Und werde mal gucken, ob ich ein schönes Ziel habe für eine Ballonfahrt. Die wollte ich eigentlich später machen, sobald ich den Kontinent einigermaßen erkundet habe, aber der Kontinent ist einfach zu groß. Traurig, aber wahr. Vielleicht habe ich mit meiner nächsten 1.0-Karte mehr Glück und habe viele kleine Inseln. Das könnte auch alles werden. Ansonsten brauche ich einen Plan für solche großen Kontinente, die ich damit umgehe. Okay, bye bye fürs Erste.